Sie ist das Symbol des Widerstands. Die Klobürste, Ausdruck eines kreativen Protests gegen das Hamburger Gefahrengebiet. Auf Twitter, Facebook und Co. setzte sie innerhalb weniger Tage zum Siegeszug an. Das ist einfach die Initialreaktion. Die Leute finden es lustig, absurd, wenn sie so etwas sehen. Eine Klobürste im Kontrast zu den schwer gerüsteten Polizisten. Und dadurch, wenn einer einmal anfängt, das weiter zu verteilen, dann kann das schnell eine Dynamik entwickeln. Bei diesen Diskussionen um das Hamburger Gefahrengebiet, da gibt es sowieso eine sehr rege Diskussion im Netz. Die Hamburger Polizei betrachtet diesen Protest naturgemäß mit weniger Humor. Man kann zwar drüber lächeln, aber ich finde das nicht witzig, weil es geht hier auch um Leib und Leben von, auch nicht nur von Polizeibeamten, sondern auch von Unbeteiligten. Und da müssen wir wirklich sachlich bleiben. Noch gestern hatte es Zusammenstöße gegeben und 400 Demonstranten protestierten gegen das Gefahrengebiet. Immer wieder kam es zu Jagdszenen, ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Demonstranten und Polizei. Nun die überraschende Kehrtwende. Eine Woche nach der Einrichtung zieht sich die Polizei zurück, verkleinert das Gefahrengebiet auf die Umgebung von drei Wachen. Wir heben das nicht auf, weil möglicherweise irgendwelche Kritik von außen kommt oder ähnliches. Wir heben es deshalb auf, weil wir erfolgreiche Maßnahmen durchgeführt haben. Wir haben das Gefahrengebiet, die Einrichtung war ein Erfolg, aber jetzt können wir mit anderen Maßnahmen auch Ziele erreichen. Und deshalb reicht es aus, wenn wir das Gefahrengebiet reduzieren, nicht völlig aufgeben, das können wir derzeit noch nicht. Und dann kritisch weiter gucken, wie sich die Lage entwickelt. Die aufgeheizte Lage in Hamburg könnte sich nach dieser Entscheidung möglicherweise wieder beruhigen. Und vielleicht verschwindet auch das Protestsymbol Klobürste so schnell, wie es gekommen war.